Lass dich bitte kurz, ich hab Hunger. Warum? Sag doch mal. Die Sache ist doch jetzt eh gelaufen. Für mich nicht. Ich kann nichts dafür, dass sie sich für mich entschieden haben. Ja? Ja? Glaube ich nicht. Du, dann glaubst halt nicht. Es tut mir leid, ich werde die neue Stelle annehmen. Ob es dir passt oder nicht. Wie man sich täuschen kann, ne? Jahrelang sind wir gute Kollegen. Ich hätte nicht gedacht, dass du so ein Kollegenschwein bist. Was du sagst? So redest du nicht mit mir, ist das klar? Wir haben uns beide beworben. Der Chef hat sich für mich entschieden. Ende. Ich weiß Bescheid. Aha. Ich weiß schon länger Bescheid. Ich habe nur nichts gesagt. Wovon redest du? Melanie Seibel. Sag dir was, oder? Die hast du schon ziemlich verärgert. Du hast nichts in der Hand. Eigentlich mag ich das ja an dir. Diese geile Dreistigkeit. Du kommst immer durch. Und vor allem nach oben. Du Sau. An sich völlig okay für mich. Geschenkt. Aber diese Stelle will ich haben. Und deshalb wirst du verzichten. Sonst lasse ich dich auffliegen. So? Ich dachte, wir bleiben oberhalb der Gürtellinie. So verbringst du deine Freizeit? Was ist das hier? Tut es nicht weh? Das bin ich nicht. Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. Wenn das rauskommt, bringe ich dich um. So weit muss es ja nicht kommen. So. Gehen wir jetzt mit der Situation um?